Bestimme die Ableitungsfunktion, berücksichtige auch die Faktorregel. Ich habe dir die Faktorregel hier oben rechts nochmal reinkopiert, denn wenn man hier eine Funktion f von x gleich k mal x hoch n hat, dann wird diese Funktion zu f' von x gleich k mal n mal x hoch n minus 1. So, das ist also die Ableitungsfunktion zu so einer Ausgangsfunktion. Und um genau diese Fälle geht es jetzt hier im nächsten. Also wir haben jetzt hier a bis h einige Funktionen und die sollen wir ableiten. Wenn du möchtest, kannst du einfach mal das Video auf Pause drücken und es mal selber probieren und dann kommt die Auflösung. Wir haben jetzt hier also x hoch 5 abzuleiten. Die 5 rutscht nach vorne und oben wird sie um 1 verringert, also 5x hoch 4. Dann haben wir 1 Viertel x hoch 4, das wird zu, naja, die 4 rutscht nach vorne, kürzt sich vorne mit dem 1 Viertel und oben wird sie um 1 verringert, also x hoch 3. Dann haben wir 2x hoch 3, die 3 rutscht nach vorne und wird oben um 1 verringert, also 6x hoch 2. X hoch minus 2, die minus 2 rutscht nach vorne, minus 2x und noch die minus 2 um 1 verringert. Also wir haben minus 2 Grad Celsius und noch ein Grad kälter haben wir dann minus 3 Grad Celsius. Also minus 2x hoch minus 3. Dann haben wir als nächste Funktion hier das e, diese Aufgabe e, 2 durch x hoch 6. Das ist ein bisschen schwieriger. Da musst du ein bisschen, ja, ich zeige dir die Aufgabe gleich unten nochmal mit ein bisschen mehr Platz. Wenn du hier diese 6x, wenn du dir das umschreibst, und das kann ich vielleicht schon mal machen, das ist ja dann gleich 2 mal x hoch minus 6. Du kannst ja immer den Nenner auch oben mit den Zähler reinschreiben, du musst nur das Vorzeichen des Exponenten drehen. Also hast du dann 2x hoch minus 6 und wenn du das ableitest, dann hast du ja die minus 6 nach vorne, die du nach vorne ziehen musst. Somit hast du minus 6 mal 2 sind minus 12 und dann x hoch minus 7. So, und das schreibt man wieder unten in den Nenner, also x hoch 7, wenn es unten im Nenner steht. Vielleicht reicht das jetzt schon so als Erklärung. Dann haben wir die Funktion f, da haben wir x hoch 1 Drittel, klar, die 1 Drittel rutscht nach vorne und wird oben um 1 verringert, also hat man dann minus 2 Drittel, das sollte klar sein. Und wir haben noch die Aufgabe g, ja, f' von x ist gleich 9 Wurzel x und so weiter, also das ist schon so ein bisschen unklarer, warum das denn so ist. Die Erklärung ist aber relativ einfach dazu, ich schreibe das mal hier unten hin, was ist das Lila, aber ich glaube ein schwächeres Lila. Ja, so ein Lila hier ungefähr. Okay, wenn man sich das jetzt mal überlegt, dann hat man ja hier erst einmal die Funktion f von x, die könnte man hier noch so ein bisschen vereinfachen. Die ist nämlich, wenn da Wurzel von 9 x hoch 3 steht, Wurzel von 9 ist ja 3, die kann man noch mit rausziehen, dann hat man 2 mal 3 davor, ist 6 Wurzel von x hoch 3. Und das kann man anders aufschreiben. Und zwar kann man aus der Wurzel einen Bruch im Exponenten des x machen. Also 6 und dann x hoch 3 halbe. Denn im Exponenten 3 halbe zu haben, ist genau dasselbe wie Wurzel von etwas hoch 3. Also das, tja, sind so Wurzelgesetze, die man da anwenden kann. Und wenn man das hier so hat, dann kann man auch ableiten, nämlich f' von x jetzt abgeleitet. Du siehst, man muss sich manchmal so mit so Wurzeln, vor allem muss man sich diesen Trick mit diesem Exponenten und dem Bruch machen. Wenn man das jetzt ableitet, dann zieht man die 3 halbe nach vorne. Das heißt, man hat 6 mal 3 halbe, das, also ich schreibe es nochmal auf, 6 mal 3 halbe, das ist jetzt wieder hier Faktorregel, die 6 bleibt erhalten, die 3 halbe rutscht nach vorne und wir haben x und 3 halbe verringert um 1, ist nur noch 1 halb. Somit haben wir 6 mal 3 halbe sind 9 und x hoch 1 halb ist auch einfach Wurzel x. So, somit haben wir hier 9 Wurzel x und das passt dann auch. Okay, dann haben wir noch hier die f, glaube ich, nee, die fg. Achso, fehlt jetzt noch eine? Ah ne, hier, genau, hier die h. So, die h, jetzt die falsche Aufgabe da oben abgeschrieben. Ne, alles richtig. So, jetzt fehlt noch die Aufgabe h. Da, das machen wir mal in einem etwas dunkleren Blau. Gucken wir uns nochmal die Aufgabe h an. Die kann man einmal umschreiben in, wenn wir das jetzt hier erst einmal im Nenner, machen wir aus der Wurzel erstmal eine Potenz. Somit hat man dann x hoch 1 Siebtel. Denn der Grad der Wurzel geht immer in den Nenner von dieser Potenz und das x, wenn das hoch
nichts ist, also wenn da nichts steht, ist es eigentlich hoch 1 und somit ist die 1 dann im Zähler. Würde da x hoch 2 stehen, so wie hier in diesem Fall x hoch 3, ist ja die 3 auch in den Zähler von diesem Exponenten, von diesem Exponentenbruch gerutscht. Somit rutscht die 1, die man sich hier denkt, bei dem x auch hier in den Zähler. So, jetzt kann man das einmal umschreiben, indem man sagt, das ist x hoch minus 1 Siebtel. So, dann hat man nämlich keinen Bruch mehr. Und jetzt kann man hiervon die erste Ableitung bilden. F' von x ist gleich. Die minus 1 Siebtel rutschen nach vorne. Dann schreibt man das x ab und oben verringert man um 1. Dann hat man nämlich hier verringert um 1, also nochmal 7 Siebtel da drauf ins Negative gehend. Also minus 8 Siebtel. So. Wenn ich mich da jetzt nicht verrechne, aber müsste eigentlich passen. So, minus 8 Siebtel. Und das kann man entweder so stehen lassen oder man macht jetzt sozusagen die Rückführung in die Form, die man vorher hatte. Hat man minus 1 Siebtel und dann, ja, unten zu der 7 schreibt man dann das x mit dazu hoch 8 Siebtel. Das wird jetzt so klein, dass du es wahrscheinlich gar nicht mehr sehen kannst auf dem Video. Hoch 8 Siebtel, also minus 1 Siebtel. Naja, das muss ich nochmal schreiben. So, minus 1 durch 7x hoch 8 Siebtel im Exponenten. So, und so will ich es dann stehen lassen. Daraus kann man natürlich auch wieder noch eine Wurzel machen, aber ich glaube, das reicht hier insofern dann hin. Also du siehst, ein bisschen muss man rumtricksen mit Brüchen und so weiter, aber ich glaube, die Faktorregel ist nicht so schwer. Du musst den Faktor, der vorher da ist, zum Beispiel hier die 2, die lässt man einfach bei der Ableitung, sagen wir mal hiervon, machen wir nochmal die Ableitung, dann lässt man die 2 einfach stehen, packt den Exponenten, den man vorher bei der Ausgangsfunktion hat, auch noch mit dazu als Faktor, zieht oben 1 ab und multipliziert dann die beiden Sachen, die sich dann hier ergeben haben, und ist schon fertig mit der ersten Ableitung. 4 ist also gleich, das Ganze hier so eingesetzt, ist also gleich 5k, und x soll ja 2 sein laut Bestimmung hier, also mal 2 hoch 4. So, das heißt, darum geht es jetzt hier, um diesen Block. Um diesen Block, da verliert man mal ein bisschen Übersicht.